Ja, nachdem wir am Montag das Unboxing vom iPod Touch der fünften Generation hochgeladen haben. In dem Video habt ihr auch den ersten Start und das Setup und einen kleinen Designvergleich mit dem iPod Touch der vierten Generation gesehen. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung zu dem Video. Und jetzt heute machen wir noch einen Speedtest gegen den Vorgänger. Hier, das ist die vierte Generation. Multitasking, also alle Apps sind beendet, wie ihr seht. Und hier die fünfte Generation, sind auch alle Apps beendet. Ja, also dann, damit ihr wisst, ob sich's vom Speed her lohnt, von der vierten Generation auf die fünfte Generation umzusteigen. Natürlich gibt es noch andere Gründe, wie der größere Bildschirm und so weiter. Aber in dem Video seht ihr dann halt mal, ob sich's vom Speed her lohnt. Und deswegen fangen wir jetzt auch gleich mit der ersten App an. Ja, und zwar starten wir jetzt Jetpack Joyride in 3, 2, 1, jetzt. Sehen, der iPod 5G hat schon Vorsprung und ist jetzt auch schon fertig. Ja, also das war doch schon ein deutlicher Vorsprung, würde ich doch mal behaupten. Dann machen wir doch gleich mit dem nächsten Spiel weiter. Und zwar mit Mortal Kombat 4 Zero Hour, was ja auch natürlich ein ganz neues Spiel ist. Daher seht ihr dann eben auch, wie es von der Performance her mit neuen Spielen aussieht. 3, 2, 1, jetzt. iPod schon weiter. Ja, so man sieht schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Und hier sind wir jetzt auch schon drin. Vierte Generation lädt noch. Und ja, eindeutiger Sieger, die fünfte Generation. Hier und dem haben wir übrigens einen A4-Chip drin, welcher auch im iPhone 4 und iPad 1 verbaut ist. Das ist ein Single-Core-Chip. Und hier haben wir einen A5-Chip drin, der ist im iPhone 4S, im iPad 2 und auch im iPad Mini verbaut und das ist ein Dual Core. Dann starten wir jetzt noch als letzte App Angry Birds Space in 3, 2, 1, jetzt. So, wir sehen auch immer eine viel schnellere Reaktionszeit, sage ich jetzt mal. So, bei vierte Generation lädt es immer noch. Ja, sind wir hier auch fertig. Also beim Öffnen der von Apps und vor allem bei Spiele hat der iPod Touch 5G doch einen großen Geschwindigkeitsvorsprung. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen kleinen Internettest. Auch hier können wir schon eingeben, hier erst jetzt. Gehen wir mal aufs Klassische, auf Apple. .com, also beide auf .com. Und hier können wir sehen jetzt schon Bilder. Aber laden tut es immer noch. Jetzt ist es fertig. Hier sehen wir jetzt auch zwar auch schon Bilder, aber es lädt immer noch. Und jetzt ist es hier auch fertig. So, was können wir noch öffnen?
Ja, da war es jetzt eigentlich fast gleichzeitig, aber er war trotzdem auch noch ein bisschen langsamer. Ja, also ihr habt gesehen, der iPod Touch der fünften Generation ist um einiges schneller als die vierte Generation. Und ja, schaut euch auch das Unboxing an, Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem haben wir eine Playlist erstellt. Zu dieser Playlist auch in der Videobeschreibung. In diese Playlist tun wir halt alle Videos rein, die wir zum iPod Touch der fünften Generation gemacht haben, beziehungsweise noch machen werden. Denn diese Woche kommt dann noch ein Speedtest gegen das iPad Mini, was ja im Prinzip ein direkter Konkurrent ist, weil sie eben ja nur 10 Euro preislich unterschiedlich sind. Also schaut euch das Video auch an und dann sehen wir uns eben, wie gesagt, beim nächsten Speedtest dann gegen das iPad Mini. Tschüss!